Ja, auch mit Level 30 kann man immer noch Brassen angeln. Dann vielleicht nicht zwingend die normale Brasse, sondern dann geht man vielleicht mal auf die Ostbrasse. Die bucklige Verwandtschaft läuft zum Beispiel auch an der Tunguska. Ja, dieser Spot hier, gerade schon wieder gut umkämpft und gerne beangelt. Big Kauli, der alte Lümmel, der hatte schon vor ein paar Tagen hier einen Spot im Discord gepostet. Und der Razor Freak, der alte Banger, der hat das heute auch nochmal wieder nachgetestet und ordentlich rausgezogen hier an dem Spot. Und da habe ich mir gedacht, Alden, das kannst du doch auch. Mal schön auf Ostbrasse gehen und mal ordentlich den Kescher voll machen, denn ja, so ein bisschen Brassenkloppen für die Großen kann man noch ganz gerne mal machen. Schadet ja nicht. Und zack. Und warum auch nicht, Alter. Der hat aber auch direkt Bock hier. Warum auch nicht einfach mal schön wieder so ein paar Dinger hier rausziehen. Oh, da muss ich aber aufpassen hier. Hohoho, der hat ja richtig Bock. Das ist natürlich krass hier in der Strömung. Ja, Ostbrassen, Alten. Ostbrassen habe ich anno muftig vor Jahren zuletzt geangelt. Und zwar, als die Achtuba rauskam in der Zeit. Da war noch so Ostbrassenangeln angesagt. Na, wir hatten ja nichts. Da sind wir halt auf Ostbrasse gegangen. Alter. Nicht dein Ernst. Ballert er mir hier direkt mit 400 Gramm unter Trophy rein? Uff, okay, es fängt schon gut an. Es fängt schon gut an. Ja, wichtige oder was ist wichtig, um die Ostbrassen rauszuziehen? Welche Komponenten habe ich im Setup verwendet? Wie sieht das Setup aus? Wo stehe ich hier? Das klären wir natürlich alles jetzt gleich hier im Video. Das heißt, da gehen wir schön im Detail drauf ein. Und ich zeige euch natürlich auch das PVA, was ich verwende, beziehungsweise das ist das PVA, was der Big Kauli auch hergestellt hat. Ich habe das mal verglichen mit den uralten PVAs, die ich hatte, beziehungsweise normalen Futterbällchen. Da hatte ich noch nicht mal PVA damals. Und es sah im Großen und Ganzen genau ähnlich aus. Also ich hätte jetzt quasi auch die Futtermische nehmen können. Hab aber gedacht, komm, Alter, ich werfe hier 20 Meter weit raus. Was übrigens gerade praktisch ist, denn ich komme mit den Winkelpickern vielleicht so maximal gerade so 23 Meter weit mit dem Blei und so. Deswegen passt das ganz gut. Ich komme ziemlich gut genau in den Clip. Wir gehen mal eben aufs Setup ein. Bimmelt da schon wieder was? Die Frequenz muss genau so sein, ne? Schön ein nach dem anderen. Ich glaube, wir haben gerade einen Moment Zeit. Wir gehen mal eben kurz rein. Also, das ist das Setup. Es ist schon wieder was dran, ja. 12 Kilo Schnur jetzt hier, einfach relativ klein auf den Bunesan Winkelpicker, die eben hier noch plus auf die Montagearten haben, damit man einfach nochmal eine erhöhte Chance hat, größere Fische zu ziehen, beziehungsweise auch Trophäen zu ziehen auf der geskillten Montage. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Schlaufmontage geskillt habt, dann habt ihr natürlich nicht 3 Punkte in der Schlaufmontage, sondern mit den Routen 5 Punkte. Ja, und dann hier das Ganze auf einem 7,7er Vorfach. Man könnte auch, glaube ich, ganz gut einen 9,7er Vorfach ungefähr nehmen. 1,0er Haken ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Den kann man gut verwenden. Ruhig ein bisschen größer rangehen. 1er Haken, 1,0er Haken. Ich sag mal 1,0er, wie gesagt, schadet da absolut nicht. Man will ja nicht die kleinen Lümmels von der Ostbrasse, sondern die dicken Dingers. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da hinten, da sehe ich so gerade eben noch, ja, den Baum da hinten. Den habe ich angepeilt, dass wir die Futtermische auch immer in den gleichen Spot wieder werfen. So einigermaßen zumindest. So, und dann lüppt das auch. Ja, wie alle Brassen, absolut verfressen. Es sollte schwer fallen, den Spot zu überfüttern. Da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus. Deswegen habe ich jetzt auch hier die kleinen PVAs genommen und die kleinen PVAs baller ich jetzt einfach durch. 60 Stück habe ich hergestellt, also eine ganz normale Anzahl. Einmal die Futtermische, dann die kleinen PVAs herstellen, 60 Stück davon
und die baller ich jetzt einfach so rein. Wir haben hier eine mächtige Strömung, wir haben verfressene Brassen, wir haben, ja, gucken wir nochmal kurz in den Köder rein hier, wir haben den ganz normalen Erbsenbrei als Standard. Man kann es auch mal mit einem Wurm testen, vielleicht auch mal mit einem Tauwurm. Kann natürlich auch sein, dass hier dann hier vielleicht mal ein bisschen was anderes reingeht. Von daher ist das vielleicht hier an dem Gewässer mit dem Erbsenbrei gar nicht so schlecht. Knoblauchteig funktioniert übrigens auch immer wieder gut, zumindest auch an der Achtuber. Vielleicht kann ich ja hier gleich mal eine Rute reinwerfen mit Knoblauchteig. Wobei man dann eben in das PVA bzw. in die Futtermische, je nachdem was man schon herstellen kann, dann mischt man eben zum Beispiel eine Komponente mit Knoblauch mit rein. Also gar nicht so kompliziert das Ganze. Hatte ich ja in anderen Videos auch schon gesagt. Wenn ihr euch fragt, ja, wie pimp ich denn oder wie mache ich Variationen von einer Karpfenmische oder von dieser Brassenmische zum Beispiel, heißt also, guckt euch, wenn ihr N drückt, die ganz normalen Mischen an. Die, hier sind sie, die Standardmischen. Welche Komponenten werden da verwendet? Da werden in der Regel nicht alle Slots für verwendet. Und dann addet man da einfach, kombiniert man da einfach noch was weiteres. Heißt also jetzt hier in dem Fall, wo haben wir sie? Brasse. Siehst du, hier haben wir noch Komponenten frei. Fliegenmade ist mit drin, Hirsebrei ist mit drin. Wir könnten hier jetzt natürlich auch eine Erbsenbasis nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen Perlengrauber als Basis, sondern eine Erbsenbasis genommen, weil ich ja auch Erbse quasi jetzt als Köder habe. Wenn man jetzt, ja, ich sag mal, man geht hier vielleicht auf Knoblauchteig, dann kann man, glaube ich, auch ganz gut den Perlengraupenbrei nehmen. Dann nimmt man hier vielleicht noch Knoblauchpellets mit rein. Ich habe jetzt hier noch drin, neben der Fliegenmade, Hirsebrei noch, wir können gleich mal ins PVA gucken, noch gehackten Wurm mit drin und Erbse noch mit drin, Anisöl. Und dann hat man da schon das Ganze wieder schmackig. Dass es alles ähnlich ist wie die Original-Brassenmische, aber halt abgewandelt. So. Also von der Location. Habe ich schon die Location? Habe ich natürlich noch nicht. Location, wir stehen hier ganz simpel direkt am Spawn sozusagen von der Tunguska. Hier ist der Tunguska-Spawn. Hier ist direkt der Fischmarkt. Das heißt, wir können sofort mal eben gucken, allen, wie viel Kohle habe ich denn jetzt schon gemacht hier in den paar Minuten, die ich hier stehe. Die ersten drei Fische, die lassen wir mal aus. Aber hier in den 6 Minuten... waren das bis jetzt 58 Silber. Schmeckt? Schmeckt. 58 Silber in 6 Minuten kann man machen. Die beiden, die drei noch dazu. Also jetzt so langsam geht es auch erst los. Ganz klassisch natürlich für die Brasse, Abendstunden und Nachtstunden. Und dann kann man sich hier ganz gut hinstellen. Ich habe heute noch irgendwas gehört vom Razor Freak. Irgendwas so in Richtung 400 Silber in der Stunde. Also das ist doch mal ein Ziel. Zack. Und das einfach nur auf simpel hier, auf Brassen und auf entspannt. Warum auch nicht? So, wir gucken natürlich nochmal ins PVA mit rein. Genau, hier ist es. Und dann gehen wir nochmal ins Detail. Genau, so sieht es aus. Gemahlene Erbse, wie gesagt, als Basis, weil Erbsenbrei als Köder. Erbsenkomponente nochmal mit drin. Fliegenmade, Hirsebrei. Das sind die beiden Standards. Gehackte Würmer funktioniert immer auch ganz gut für die Brasse. Und dann Anisöl. Ja, ganz klassisch. Ich denke, damit könnte man, also mit dieser Mische, könnte man auch zum Beispiel an der alten Festung, wenn man so Futterbällchen macht, genauso könnte man das auch machen. Wenn mal irgendwann wieder an einem Spot der Erbsenbrei gut funktioniert, dann, wie gesagt, die normale Brassenmische genauso kombinieren. Funktioniert mit Sicherheit auch. Tja, wie ist der Plan? Ich würde sagen, ich angel jetzt hier nochmal ungefähr eine halbe Stunde. Zieh raus, was geht. Es bimmelt schon wieder los. Und dann gucken wir einfach gleich nochmal zusammen in den Kescher und gucken, ob sich das Ganze hier überhaupt lohnt. Ja, ich würde sagen, Endspurt so langsam. Es ist 5 Uhr morgens. Und so langsam geht dann natürlich auch die Brassenzeit um. Und ja, sie werden kleiner, die Brassen. Heißt also, ideale Zeit ist und bleibt natürlich die Nacht.
Und dann ist irgendwann auch vorbei mit der Brasse. Wie sieht's aus, wenn wir die ersten drei noch mitrechnen? Also theoretisch hätten wir jetzt noch 10 Minuten. Aber was soll man machen? Ich lasse es jetzt hier auch noch ein bisschen. Beziehungsweise ich werde es gleich noch ein bisschen weiter probieren. Aber im Großen und Ganzen werden die jetzt... Ja, die werden jetzt kleiner. Gerade war schon eine dran mit 300 Gramm. Also ideal ist es einfach nicht, sobald es hell wird. Und so lange will man ja an der Tunguska auch nicht stehen, wenn es hell wird. Denn dann kann man ja hier wieder schön Spinning machen oder auf den Tugun gehen oder. Gibt ja genug Möglichkeiten hier. Also, schauen wir mal eben rein. Wir müssen nicht weit laufen. Genau, hier sehen wir gerade die letzten beiden Lütten-Dinger, die reingegangen sind. Aber im Großen und Ganzen und rein gewichtsmäßig ist es gar nicht verkehrt. Und wenn man sich anschaut, dass hier diese Fische, ja, ich sag mal, gut, fast 24, 25 Silber, so eine 4 Kilo Brasse, aber eben auch hier 10, 10, 10, 7, 8, 8, 8. Also die hauen halt kohlemäßig ganz gut rein in der kurzen Zeit jetzt hier. 138 Silber passt doch im Großen und Ganzen. Gar nicht schlecht. Und die Chance auf eine Trophy hat man natürlich auch. Und da geht's direkt wieder los. Also ich ziehe noch ein bisschen was raus. Sollte da was Dickes reingehen, hänge ich es natürlich wieder hinten dran. Ansonsten Petri, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen zu all dem habt, einfach mal im Discord schauen. Link unten drunter. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.